Hallo Freunde, willkommen zurück zu Jurassic World. Unser Dödel hier hinten kommt langsam wieder zurück. Ich glaube, er hat jetzt doch ein bisschen Hunger und Durst und einsam und überhaupt. Wer weiß, vielleicht findet er den Weg. Die Gyrostation hat fast 700 Meter Länge. Kostet nichts, bringt nichts. Immer noch nicht. Scheint nicht sonderlich gut anzukommen bei den Leuten. Sehr schade das. Eigentlich würde mir das schon ganz gut gefallen. Aber ja, mit dem eingeschränkten Sichtbereich, mit steifem Hals und so, nicht so prall. Okay. Zahlen lügen nie. Ihre sind fantastisch. Okay. Die Dinosaurier-Sichtbarkeit ist hoch. Die Gäste genießen die Aussicht. Das freut mich sehr. Was macht unsere Parkbewertung? Transportbewertung ist wieder ziemlich gut. 93%. Das gefällt den Gästen offensichtlich. Wir haben jetzt einfach mal ein bisschen abgewartet, dass das noch ein bisschen sich noch erholen kann nach dem Umbau. Scheint ganz gut anzukommen. Anlagenbewertung ist 5 Sterne. Bombengeschäft. Was uns fehlt, sind Dinos. Die Dinosaurierbewertung könnte noch ein bisschen besser sein. Da haben wir hauptsächlich noch mit der Vielfaltstrafe zu kämpfen. Das heißt, wir bringen jetzt einfach noch ein paar Dinos in den Park. Hier drüben haben wir 6 Dinos in der Hälfte. Das ist sozial noch arg am Limit. Aber ja, ich glaube, wir holen uns noch einen davon dazu. Das sollte soweit passen. Wie sieht es mit dem Bestand hier aus? Bis 13. Und die wollten 14 bis 21 oder sowas. 4 bis 21. Also gut, wir könnten 13 Dinos in das Gehege packen und den sieht so aus, als gäbe es einen weiteren Auftrag, der ihre Aufmerksamkeit verdient hat. Wow. Den können wir nicht mal züchten. Gruselig. Okay, wir holen uns noch einen Para dazu. Dann schauen wir, dass wir den Auftrag erledigen. Und da würde mich interessieren, wie viele Dinos braucht man für, dass diese glücklich sind hier. Ching Kong Dings Bums Dinos hier. Der da. Okay. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir den schon gebrütet hatten. Wir haben sie nicht gebrütet seit dem letzten Patch. Okay, wir brauchen davon einen mit. Mit ohne irgendwas. Klingt gut. Nicht modifizieren, ausbrüchen. Der ist auf jeden Fall stark modifiziert. Ja. Da ist ja überall was verändert. Geht gar nicht. Schon gleich viel besser. Und wenn wir schon dabei sind, Maya brauchte viel. Oh, ich ahne Schlimmes. Yep, genau damit habe ich gerechnet. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Das heißt, wir brauchen neue Deinonychus. Das sind auch Herdentiere und wenn die nicht bald wieder einen Spielkameraden haben, werden die ein bisschen ungehalten. Aufgabe erhalten. Läuft. Wenn wir hier mehr als 2 brauchen, dann
bringe ich die nicht ins Gehege, dann verkaufe ich den einen. Zwei würde ich brüten und ins Gehege bringen, aber drei ist mir zu viel. Dann knallen wir uns die Gehege wieder voll mit Dinos und haben immer noch eine hohe Vielfaltstrafe. Das mache ich nicht mit, das gefällt mir einfach nicht. Drei bis acht. Sind noch drei. Alles klar. Gut, aber einer von denen dürfte auch bald noch den Löffel abgeben. Du kehrst bitte nicht zur Basis zurück, du betäubst den hier. Den nehmen wir noch mit hier rein als Sicherheit. Wenn demnächst noch einer umfällt, warum auch immer, dass wir dann immer noch ein bisschen Luft haben. So, wie sieht es bei dir aus, sozial? Wie viele brauchst du? 2 bis 12. 2 ist okay. Da haben wir einen schönen neuen Dino. Den hier verkaufen wir allerdings für die Mission. Und wenn wir schon dabei sind, dann züchten wir uns jetzt 2 fürs Gehege. Das passt soweit. Transport hat begonnen. Guti, guti. Alles klar, wie sieht es mit dem Bestand hier drüben aus? Die sind einfach der Wahnsinn. 0 bis 24, 1 bis 8. Ich liebe die Plus. Die sind sowas von genügsam. Das ist ein Traum. Sinoceratops. 2 bis 7. 2 bis 16. Ein Traum. Gut, genau so soll es laufen. Jawohl. Stigimoloch. Na also, da hätten wir doch noch mal was. Checken wir wieder ein paar los. Wo finden wir den Stigimoloch? Oder haben wir den dann schon auf 100%? Ich glaube nicht. Das wäre, glaube ich, das erste Mal, dass wir den dann quasi geschenkt kriegen. Sabotage im Gange. Ah, ich hasse es einfach. Produktzustellung. Verstanden. Kommt auf die Liste. Aufgabe erhalten. Drei müssten noch zwei Kranke sein. Bestätigt. Passt soweit. So. Lassen wir erstmal den frei. Den können wir dann auch gleich betäuben lassen. Legt weitere Aufgabe fest. Das müsste einigermaßen hinkommen. Hier unten haben wir noch ein Ranger-Team, den schicken wir mal wieder los. Kein Problem. Stopp mal. So, das könnten wir auffüllen. Das könnten wir auffüllen. Kein Problem. Das. 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 Fertig. Gut, Krankheiten werden eingedämmt. Sobald du den betäubt hast, schicken wir ihn in sein neues Zuhause. Ich will vermeiden, dass er irgendwie die neuen Dinos angreift oder so. Ich glaube nicht, dass das sofort passieren würde, aber ich glaube, da käme er auch nicht sonderlich gut bei raus. Die Kings würden ihn, glaube ich, ziemlich rummachen. Soweit, so gut. Krankheiten werden eingedämmt. Ich nehme an, das war die Sicherheitsabteilung. Wir warten noch kurz, dass ich in Auftrag geben kann, dass der zweite auch noch betäubt wird.
Und dann fliegen wir die, denke ich, zu den Diplos rüber. Aufgabe erhalten. Sollte dann ganz gut gehen. So, Kontrollraum, wie sieht's aus? Lodo läuft. Dati behalten wir erstmal. Forschung, okay, neue Fossilien. Den müssen wir erst erforschen. Das geht trotzdem schnell. Sieht für mich ein bisschen aus wie eine Variante vom Dracorex. Um Produkt abzuholen. Wer weiß, ist es vielleicht sogar. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Gut, ich denke, dass sie sich dort ganz wohl fühlen könnten. Der ist in Panik. Warum auch immer. Reparieren können wir noch nicht. Den Angriff auf den Zaun, das hat nicht viel ausgemacht. Okay, die verfallen leicht in Panik, sobald ein Ranger-Fahrzeug hier drin ist. Werden die nervös, und wenn zwei hier drin sind, werden die richtig nervös. Da kommen die Kings. Der ist schon transportiert, das passt. Wir fordern mal eine neue Mission auf, an hier. Hier ist ein neuer Auftrag. Ich habe dabei sofort an Sie gedacht. Mhm. Neues Genom. Und was den Ruf angeht, sind wir eigentlich schon fertig. Das heißt, eigentlich sollten wir uns eher um die Sicherheitsabteilung kümmern. Loyalitätsbonus 0. Loyalitätsbonus 56.000. Lass mal gucken. Das hier macht 83.000. Macht 63.000. Und ganz offensichtlich haben wir hier mehr Loyalität als dort. Aber bei denen haben wir noch den Bonus. Ich denke, das gibt regelmäßig auch noch extra Geld. Und das hatten wir, glaube ich, vor kurzem in der letzten Episode. Da hat sie sich gemeldet und dann hat sie uns, ich glaube, eine 500.000 überwiesen oder so. Ich denke, das wird so in unregelmäßigen Abständen passieren. Genom zu 60%. Das sollte nicht mehr allzu lange dauern dann. Wir könnten möglicherweise nochmal was losschicken. Stigimoloch, hier hätten wir den. Und da hätten wir den auch. Hell Creek Formation. Oh, das klingt sehr einladend. So, denen geht's gut. Grasland, Wald, Bestand, Sozial, alles tutti. Ich suche immer nach Möglichkeiten, die Sicherheit hier zu verbessern. Und ich bin der Meinung, dass uns dieser neue Auftrag dabei helfen könnte. Denken Sie darüber nach. Schöner Auftrag. Wenn wir das geschafft haben, sehen wir die Insel nie mehr wieder. Oh, Junge. Hast du vielleicht noch einen vernünftigen Auftrag? Weniger als eine Minute. Wieder zu ungeduldig. Klingt ja sehr gesund. Vogelgrippe hatten die. Ihr haltet also jetzt Kriegsrat, ja? Ihr überlegt euch, wie ihr die zubereitet, nehme ich an. Na dann. Viel Erfolg. Okay, was ich mir noch überlegt hatte, wir könnten eventuell das Entwicklungszentrum hier hoch verfrachten und hier unten
vielleicht nochmal zwei Gehege hinmachen. Wenn wir hier die Trennung hinmachen, ein längliches Gehege hierher, eins hierher, könnte klappen. Oder ein etwas länglicheres, könnten wir vielleicht Raptoren reinpacken. Auf der anderen Seite, das wirkt dann halt hier einfach ein bisschen hingeklatscht. Ist auch relativ eng. Weiß nicht, ob mir das dann wirklich gefallen würde. Außerdem, wenn das Hammond-Zentrum dann Pflanzenfresser ausbrütet, fliegen wir die einmal quer über die Insel. Das dauert ja Stunden, bis die ankommen. Dementsprechend bin ich mir dann noch nicht so sicher, ob wir das wirklich umsetzen sollten. Auf der anderen Seite, hier haben wir jetzt auf jeden Fall genug Fossilien, um auf Insel 4 mal wieder richtig was zu machen. Na ja, gucken wir mal. Hey, die 5 Sterne sind vielleicht gar nicht so unerreichbar, wie ich zuerst dachte. So, neuer Auftrag, Sicherheitsabteilung, bitte was Vernünftiges. Dieser neue Auftrag eignet sich hervorragend, um die Sicherheitsabteilung zu verbessern. Ich wäre enttäuscht, wenn Sie ihn nicht annehmen würden. So, 2 Zinto. Niemand liebt Geld mehr als ich. Naja, es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die Geld mehr lieben als ich. Aber für unsere Tiere, die Dinosaurier, mache ich eine Ausnahme. Vielleicht stellen sie sogar die wichtigste Entdeckung unseres Lebens dar. Und wie soll man dafür einen Preis bestimmen? Ich meine, okay, Sie haben das bereits getan, aber ich habe meinen Standpunkt dargelegt, denke ich. Ja, das war phänomenal wenig hilfreich. Na gut. Zinto. Moment, haben wir davon überhaupt? Der müsste auf 100% sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zinto, genau, diese Dinger. Haben wir aber noch nicht ausgebrütet. Das heißt, wir brüten da einfach mal 2. Schauen mal, was sich daraus ergibt. Und die ersten 2 verkaufen wir, dann können wir entscheiden, sind es große Herdentiere oder nicht. Reichen da vielleicht 2, die sich zusammentun, dann packen wir die irgendwo rein, um die Vielfaltsgeschichte noch ein bisschen voranzutreiben. Vielfaltsstrafe sinkt, dementsprechend steigt auch unsere Dino-Bewertung. Insgesamt gar nicht so schlecht. Wir könnten natürlich Kampfverrufen halt irgendwie provozieren, indem wir zum Beispiel dem Baryonyx irgendwas vorwerfen. Möglichst altersschwache Dilos, was weiß ich, irgendwas, dass der kämpfen kann. Ich glaube, ich habe gerade eine ganz blöde Idee. Schauen wir einfach mal. Grundbewertung 22 Dinosaurier. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Authentizität ist auch richtig viel. Nur leider das mit der Vielfaltsstrafe gefällt mir überhaupt nicht. Naja, wir arbeiten ja dran. Immer mal wieder. Ich glaube, dass bezieht sich auf den gleichen Dino, wo wir auf Insel 4 die 75% brauchen. Das wäre sehr schlecht. Zumal wir den ja im Moment noch gar nicht sehen können, weil uns das Expeditionszentrum fehlt auf Insel 4. Dafür haben wir auf jeden Fall genug Fossilien. Wir müssen nur wieder rüber, die Fossilien verkaufen, das Expeditionszentrum aufbauen. Sollte vergleichsweise leicht sein. Aber eins nach dem anderen, würde ich sagen. Wie viel Ruf brauchen wir für die Sicherheitsabteilung? Es ist schon noch ein bisschen. Das sind 3, vielleicht 4 Missionen. Dann gibt es Treffsicherheit. Und 2 Missionen später gibt es dann quasi aggressive Produkte als Mission. Die freue ich mich so gar nicht. So, ich bin gespannt. Das ist das erste Mal. Das gucken wir uns in aller Ruhe an. Habe ich toll gemacht. Thank you.
vielleicht ein Lila da oben? Gefällt mir. Ein Centaurus. Ein Pflanzenfresser aus China. Und noch einer. Sind eigentlich ziemliche Herdentiere, würde ich sagen. 4 bis 15. Gefällt mir gar nicht. Viel zu viel. Dementsprechend. Verstanden. Pfeile rein und gut. Auch wenn das die Vielfaltstrafe nochmal deutlich gesenkt hat jetzt. Wir brauchen echt einzelne Dinos und davon nicht wenige. Ja, wenn ich so ruhig bin, geht mir schon wieder irgendeine Blödheit durch den Kopf. Ich bin im Überlegen, wenn wir das Gehege freimachen. Das ist ja relativ groß. Wenn wir dann den Zaun durch Beton austauschen, könnten wir hier vielleicht einen T-Rex reinmachen. Auf der anderen Seite, stell euch vor, ihr seid Parkgast und auf die Straße entlang seht ihr ein Schild, T-Rex, König der Donner-Echsen, was auch immer. Dinosaurus spuckt ein bisschen vom Fahrer des Lama. Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. Danke. Bachyonyx. 9,5 Meter langes Krokodil auf 2 Beinen, 3 Meter hoch. Wahnsinnig brutal. Dann fragst du dich auch, was macht der Dino hier? Wenn ich nicht weiter weiß, dann sagt ihr einfach, was Sache ist. Wollen wir hier das Rudel rausnehmen und einen T-Rex dafür hier reinmachen? Wir haben dann genauso eine Spezies Dino wie vorher auch. Nur eine andere eben. Allerdings brauchen wir nicht 4 von einer Sorte, sondern es reicht einer. Und das sollte unsere Vielfaltstrafe deutlich reduzieren, denke ich. Vielleicht sogar so weit, dass wir auf die 5 Sterne kommen bei der Insel. Wäre das nicht mal ein Anblick? Oh, wenn man sie betäubt, sollte man auch irgendwas damit machen. Sammle Produkt 1. Produkt muss eingesammelt werden. So, haben wir noch irgendwelche 100% Dinos, die möglicherweise keine großen Herdentiere sind? Ich glaube, der Anki, der war erstens ziemlich beliebt und zweitens brauchte der, glaube ich, nur wenige soziale Gruppe, 0 bis 4. Da reicht es wirklich, wenn wir einen haben. Das ist eine Bombengeschichte. So, was hätten wir sonst noch? Brachiosaurus. Wie sie nicht genau modifizieren. Na, da kriegen wir wieder nichts. Der war zwar eine ziemliche Diva, aber ich glaube, da brauchte man auch nicht so wahnsinnig viele, oder? Okay, nehmen wir mal die ganzen Genomgeschichten raus hier. Warum ist das fehlgeschlagen? Das heißt für mich, der Anki war heftig modifiziert. Das sollte ich vorher auf die Lebensfähigkeit gucken. Wenn es einen neuen Auftrag gibt, weiß Läuft. Ich, an wen ich mich zuerst wende. Ja. Kriegen wir hin. Keine Panik. So, damit ist der auch wieder. Okay, 60 ist immer noch eine gute Bewertung. Kriegen wir dann noch ein paar Einzeldinos? Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht irgendwie auf 5 Sterne kriegen. Weil der Anki, glaube ich, gar nicht so ein Freund großer Gruppen war. Eventuell müssen wir hier 2 Dinos umsiedeln, dass es dem Anki dann etwas besser geht. Den Dinos hier oben scheint es gut zu gehen. Die Frage ist, wollen wir hier unten noch eine Gyro-Station bauen für das Gehege?
Ich meine, das... Okay, so machen wir wenigstens ein bisschen Gewinn. Das vorher galt wohl nicht als Deluxe-Tour. Immerhin fahren jetzt auch wieder Leute damit. Na, immerhin. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, er wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Das sollte schnell gehen. Wenn wir nochmal 2-3 Gäste mehr im Park haben, haben wir das. Die Frage, bauen wir hier oben vielleicht noch eine Gyrostation rein? Ich denke, die kriegen wir hier hin. Oder hier hin. Und dann können wir einmal eine kurze Runde drehen. Eine Standardtour. Da sieht man einige Dinos, wenn man Glück hat. Der Hals nicht zu steif ist. Naja, jetzt habe ich euch schon gefragt, wie wir das mit dem T-Rex eventuell machen. Ich habe gehört, dass sich unsere Finanzen in die richtige Richtung bewegen. Vergessen Sie nur nicht, etwas davon für die Sicherheit auszugeben. Geben wir, keine Sorge. So, SEU-Treffsicherheit. Wachsamkeit ist an sich schon eine Belohnung. Doch da Sie auf Isla Tacaño für Sicherheit gesorgt haben, erhalten Sie eine zusätzliche Belohnung. Gute Arbeit. Danke, danke. So, Anki. Dann bringen wir dich noch in dein neues Zuhause. Ich meine, hier geht es ihm im Moment nicht gut, das ist klar. Aber im neuen Gehege sollte es ihm dann ziemlich, ziemlich gut gehen. Wie ist das bei dir mit Bestand? 0 bis 8. Also die Ankis sind richtige Einzelgänger. 8, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Mit dem Anki sind wir bei 10. Moment, das heißt, wir haben hier 3 Sinos. 2, 3, ja. Okay, 4, 7, 9, passt. Zu viel für den Anki. Hier drüben haben wir 5 von denen. Und 2 Taurus, macht 7. 8 mit dem Anki. Könnte gerade noch hinhauen, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe. Haut so gerade hin. Oh Junge. Produkt wird eingesammelt. So, das gucken, der Toro. Wie viel macht der mit? Bis zu 13. Vorne sind wir bei 9, kommen noch 2 dazu. Es läuft. Okay, dann werden die umgesiedelt. Der Anki ist ja auf dem Weg hierher. Die haben bei Bestand 4 bis 21. Das heißt, sobald die ihr eigenes Rudel haben, sind die glücklich. Da haben wir auch kein großes Problem. Der Anki wird sie hoffentlich tolerieren. Ziel ist es, dass wir hier noch den Brachiosaurus zusätzlich reinkriegen. Und das wird zu viel mit dem Anki. Deshalb müssen die beiden leider ins andere Gehege zurück. Jetzt Anfrage bestätigt. Könnte man ja sagen, ja, wir haben hier das Tor, aber wie kriege ich die durch das Tor da hoch? Ich müsste die mit dem Geländewagen da hoch treiben, dass die in Panik sind. Und ich glaube nicht, dass das klug wäre. So, da kommt der. Okay, ich höre ihn. Ich habe ihn noch angeklickt. Irgendwie mag das Spiel gerade wieder nicht. Da passiert zu viel auf einmal. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Sammle Produkt ein. Passt soweit. Wie sieht das mit Fürsorgestrafe? Zu viele Dinos in kurzer Zeit betäubt. Aber die Vielfaltstrafe ist ziemlich gesunken. Das gefällt mir gut. Abgeschlossen.
Da passiert jetzt was. Sehr schön. Bestätigt. Dann bringen wir den noch in das Gehege hier drüben hin. Und dann sollten hoffentlich alle Dinos glücklich sein. Solange es jetzt einigermaßen ruhig ist, geben wir noch gleich das Auffüllen in Auftrag. Und wenn hier dann der Brachio drin ist, hat erstens die Gyrostation ein bisschen mehr zum Angucken und zum anderen brauchen wir die große Futterstation endlich. Die wird nämlich zurzeit so nicht so richtig benutzt. Jetzt sagt mir nicht, die geraten in Panik wegen den Gyro-Dingern. Anki streift umher, Grasland, Wald, sozial. Bestand ist ein bisschen am Limit, aber damit wird er wohl klarkommen. Es kommt eh nur noch der Brachio hier rein und dann ist da erstmal wieder Ruhe. Und das hier sind ziemliche Herdentiere. Ich denke, die werden wir in Zukunft ein bisschen austauschen, wenn die an Altersschwäche sterben. Aber das dürfte eine Weile dauern, bis das soweit ist. So, habt ihr den betäubt? Habt ihr? So weit, so gut. Und damit kommt der Brachio dann hier rüber. Produkt wurde zugestellt. Inselbewertung ist bei 4,5 Sterne. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt eine Weile niemanden mehr betäuben müssen für die Fürsorgestrafe, Wissenschaft ist haben wir es hinter uns gebracht. Experimentieren, sondern auch beobachten. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Mhm. Weiter so. Ganz toll. 800.000 Gewinn pro Minute. Ein bisschen viel Geld. Erstmal ganz okay. Streift umher. Streift umher, das ist soweit so gut. Alles klar, dann würde ich sagen, wir lassen es für heute mal wieder gut sein. In der nächsten Episode kommt der Brachio hier drüben an. Wir gucken, dass die Diva sich wohlfühlt hier. Vielleicht müssen wir hier hinten noch ein bisschen extra Waldchen basteln oder so. Aber alles in allem sollte das einigermaßen hinhauen. Und dann haben wir hier erstmal ein paar richtig gute Gehege. Die Inselbewertung sieht gut aus. Wir machen so viel Geld wie auf keiner anderen Insel. Was bei der Insel eigentlich ein großes Wunder ist, sage ich mal. Es ist schließlich die Insel, wo wir mit Minusbilanz anfangen und wo wir die Aufgabe haben, hier überhaupt ein bisschen Gewinn zu machen. Und wir haben daraus die erfolgreichste Insel bisher gemacht. Vielen Dank an den Vorstand. Gute Arbeit, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut. Alle Dornsteif. Ciao, Freunde.